Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Void. Wir starten ein neues Spiel. So, die erste Mission habe ich auch schon gespielt. Beziehungsweise den Der ersten Tod nahm Zyklus. dein letztes Herz. Erlang es zurück, bevor das Leben dich vollständig verlässt. So, jetzt muss ich mal kurz in die Optionen. Dynamische Schatten an, aus, Anweiche, Gamma, leck mich. Audio-Option. Machen wir auf. So, Untertitel machen wir an. So, jetzt muss ich noch mal kurz Grafikoption. Es fällt gerade. Steuerungsoptionen. Damit sind wir fertig und machen weiter. Würde es jetzt nicht lecken, wäre es stabiler. Ich Dir muss bleiben den nur PC wenige wieder Momente, defragmentieren. bevor deine Seele auf ewig stirbt. Nimm das Herz. Es ist leicht. Hey, tot. Ich weiß, dass es schmerzt, aber es gibt keinen anderen Weg. Jetzt kannst du Farbe in dein Herz aufnehmen. Ja, alle. So, Tutorial. Wuhu. Tada. Dies ist eine Wüste an der Schwelle des Todes. Irgendwo unterhalb. Aber nicht tief. Und drumherum ist nichts. Merkst du, wie kalt und still es hier ist? Wie Nein, ich trostlos? merke nicht. Aber es ist noch nicht dein Tod. Der wartet weiter unten, in der Kälte, wenn der letzte Tropfen Farbe dich verlassen hat. Wir nennen es absoluten Tod. Merke es dir immer, hier in der Leere ist nichts wertvoller als Farbe. Farbe ist Leben. Farbe ist unsere Nahrung, unsere Stärke, unsere Hoffnung. Ich esse keine Es Farbe, ist ihr. die Essenz und der Sinn unseres Leidens. Und nun deines. Schau, was du nimmst, ist auf der rechten Seite. Es ist deine Erinnerung. Die Lymphe der Farbe wird dort aufbewahrt. Was du geben kannst, ist auf der linken Seite, deiner Palette. Es ist die Lymphe, die in dir gezähmt und verwandelt wurde, in verbotenes Nerva. Um Farbe zu zähmen, musst du sie durch ein schlagendes Herz leiten. Ja, ich weiß. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal Eine gehört. Seele muss das Herz mit gesammelter Erinnerung füllen, um das eigene Leben zu Im Herz erhalten. speichern Menschen keine Erinnerung. Die speichern das oben im Gehirn. Während in der Leere die Zeit Achso, vergeht, vielleicht manche Typen im Schwanz, wird aber. die Farbe als Nerve emporsprießen und sich in der Palette sammeln. Du kannst die Farbe nutzen. Die Welt mit ihr berühren, denn hier ist es Farbe, die Leben schenkt.
Nimm etwas Farbe aus deiner Erinnerung, etwas Lympha, und fülle dein Herz mit ihr. Jetzt muss ich die ganze Kacke nochmal machen. Sagst du noch irgendwas? Gut. Schau dich in dieser Kammer um und sammle, was du findest. Und höre auf meinen Rat. Sonst wird deine Seele auf ewig sterben. Geh jetzt. Keine Angst. Ich bin immer hier. Was sollen wir das jetzt sagen? Dass du da... Siehst du die goldenen Blumen? Sammle alle, die du finden kannst. Ja, genau so. Aber es reicht noch nicht. Du brauchst mehr. Die Fürsten werden vor dir niederknien. Ja, Farben können hier flüstern. Das ist sehr interessant. Wieso muss ich eigentlich immer so Psychospiele let's playen? Ja, weil es mir Spaß macht. Oh ja. Jetzt fülle dein Herz bis zum Rand. Ich bin noch nicht fertig. Es ist Zeit, die Leere zu betreten. Ja, wie man sieht, ist das ein... Ja, leck mich, leck mich, leck mich. Also, wenn man sich das Gebiet hier anguckt, ist das wirklich von Künstlern entworfen worden. Von kranken Künstlern wie Van Gogh. Fülle dein Herz. Nimm Farbe aus der Erinnerung und trage sie in dein Herz, wie ich es dir gezeigt habe. Muss man sich das einfach mal angucken, ne? Wieso gibt es für alles immer hier zwei Tasten? Fülle dein Herz. Nimm Farbe aus der Erinnerung und trage sie in dein Herz, wie ich es dir gezeigt habe. Ja, ich weiß, was du mir gezeigt hast. So, jetzt habe ich die gelbe Farbe, jetzt muss ich die... Die Nässe, nimmst du einfach Wasser. So. Hunger. Ein Mensch verliert seine Seele nur, wenn sie eines langen Hungers stirbt. Interessant. Eine hungrige Seele fällt ins eisige Nichts, wo der Tod sie erwartet. Aber einmal in 1000 Fällen verbleibt eine Seele in der Leere, nur kurz bevor sie für immer verschwindet. Man kann seine Seele nur zurückerhalten, wenn sich sie sich der Farbe öffnet, sie akzeptiert ihre Bedeutung und ihren Zweck versteht. Dann wird die Seele den Tod zurückweisen können. Und die Tore der Hölle werden sich nicht hinter ihr schließen. Interessant. Wir nennen diesen Ort die Leere. Hunger herrscht hier, unerträglicher Hunger. Einst gab es hier viel Farbe. Da oben wird der Zyklus in Zeit angezeigt. Aber sie hat sich von uns abgewandt. Schwestern starben, was die Wächter dazu trieb, ihn um Vergebung anzuflehen. Solange du hier bist, wirst du um dein Überleben kämpfen müssen. Ach echt? Siehst du diese Räder? Innerhalb der Kammern steht die Zeit still, aber nicht in der Leere. Farbe wird zu Nerva in deinen Herzen. Zu
zusammen mit der Farbe verlässt dich dein Leben. Wenn deine Herzen leer sind und alles Nerva ist aus ihnen entwichen, dann wirst du sterben. Nimm dich in Acht. Nun bist du hier, in meiner Kammer. Um in andere Kammern zu wandern, musst du deinen Weg markieren. Etwa so. Versuch es. Markiere deinen Weg mit Farbe und betrete die Kammer, sobald du sie erreicht hast. Ja, ich hab's auch langsam verstanden. Ich brauche Farbe für jeden dämlichen Scheiß. Aber die Farbe und bewegen uns nach da. Seien wir mal ein bisschen renitent. Ja, die Animationen sind noch ein bisschen unflüssig. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Je mehr Herzen du in dir öffnest, desto mehr Farbe kannst du in dir umwandeln. Und umso stärker bist du. Und jedes Herz schenkt dir die Gabe einer Glyphe. Man glaubt, dass eine Seele 20 Herzen tragen kann. Vielleicht könnte eine solche mächtige Seele sogar gegen die Wächter bestehen. Es gibt ein Herz in dieser Kammer. Ich bin mir sicher. Suche es. Also die Stimme, die Atmosphäre und die Melodien sind eigentlich interessant, oder? Habe ich Unrecht? Green Color. Zum Glück kommt nicht wie bei Zelda die ganze Zeit. Farben hin sind hier noch nicht ganz erblüht. Ha! Die Seele kann aber echt hochspringen. Aber wieso muss die Seele von einem Typ sein? Ja. Atari oder N-Games oder wie auch immer die heißen, sind wohl gegen Frauen. Oh, die Seele ist ein namensloses Nichts. Hülle. Diese Glyphe lädt die Luft mit Farbe auf und erschafft eine schützende Hülle um ihren Schöpfer. Während die Hülle existiert, verdichtet sich die umgebende Luft, sodass es unmöglich ist, andere Glyphen zu malen. Je mehr Farbe benutzt wird, desto länger existiert die Hülle. Aha, so schnell werde ich aber, glaube ich, noch gar nicht zum Kampf kommen, also. Farbe. Schade, dass ich da nicht hoch kann. Wäre wahrscheinlich ein schöner Ausblick. Hast du daran gedacht, dein neues Herz mit Farbe zu füllen? Nein, habe ich nicht. Mit zwei Herzen kannst du... Herzen kannst du zu zwei verschiedene Farben verwandeln. Okay, das interessiert mich momentan eher noch nicht. Du musst dich ständig mit Farbe füllen. Nimm alles, was du findest, ohne Reue. Aber ich verzweifle. Wo sollst du genügend finden? Es sind nur ein paar Tropfen in meinem Reich. Und sie versickern, während wir sprechen. Schnell, sammle alles, was du erreichen kannst. Und vergiss nie, dass die Zeit dich tötet. Zeit nimmt dir Farbe. Zeit ist der Feind. Gut zu wissen.
Soßen, 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 alle in verschiedenen Farben. Was für ein Zeichen sein soll, weiß ich bisher immer noch nicht. Dies ist ein Reservat. Seltsame, halbtote Kreaturen hausen hier. Sie sind weder tot noch lebendig. Ich glaube, sie entstanden als zufällig Tropfen von Farbe mit unbeseelter Materie verschmolzen. Aber seit die Hungersnot kam, sind nur noch die Pflanzen übrig. Sammle alle Farbe ein, die nicht schon verdunstet ist, und dann kehre zurück. Wendeltreppen sind unheimlich. Ich bringe dir Glück. Joa, ich sammle den ganzen Tag, weil ich das Sammeln so mag. Nein, wirklich, Sammeln macht keinen Spaß, oder? Tadadada. Vielleicht mache ich hier auch mal ein Together mit irgendjemandem. Mal gucken. Wer die Gegend? Ima antwortet nicht mehr. Una ist dem Tode nah. Boah, scheiße. So, da. Ja, haben wir alles. Haben wir. Da hinten noch. Was ist das für ein Ort? Der ist unheimlich. Niemand wird dich besser beschützen, als ich gewähre dir Macht über die Zeit. Was ist das? Du musst einen Planeten darstellen, neu. Ich werde langsamer. Ich muss hier schnell weg. Boah, das ist unheimlich hier. Was ist das? Es gibt noch eine weitere Kammer. Schnell, Gefahr naht, ich spüre es. Hey, den Zyklus habe ich schneller beendet als das letzte Mal, als ich einwenden wollte. Wunderschön, schon, ne? Kammern wie diese sind Gärten. Du kannst hier Farbe anbauen. Jede Farbe, so viel du willst. Nähere dich einem Baum und berühre ihn mit einem Tropfen Farbe. Ich hasse diese ganzen Tutorials dabei. Ja, ich soll da titten also mal. Malen wir mal titten. Ein Herz gewährt dir das Wissen, Farbe zu benutzen. Farbe mag es nicht, verschwendet zu werden. Deine erste und wichtigste Glyphe ist die Dunor-Glyphe. Diese das sagt man mir aber sehr früh. Und wird mit dem Tod bestraft. Es ist die Fähigkeit zu geben, Farbe aus dir herauszureißen und Totes zum Leben zu erwecken. Erwecke den Baum und denke daran, je mehr du gibst, desto mehr wird der Baum dir zurückgeben. Alpha. Nennen wir es doch einfach Alpha-Glyphe. Anstatt uns das so kompliziert zu machen.
Wovon habe ich denn genug Gold? Лучше бы ты рисовал донором. А теперь часть твоего цвета растаяла без пользы. Nein, das war, glaube ich, Russisch, oder? Wow. Wunderschön. Im nächsten Zyklus kann ich dann hier neue Scheiße holen. Fürchte keinen Tod. Es gibt keinen Tod. Töten, töten. Es gibt viele Bäume, aber du hast wenig Farbe. Kehre in die Leere zurück und ich werde dir mehr verraten. Farben reden mit mir. Ich höre Stimmen und da sind sie schon wieder. Nein, das ist irgendwie voll das Psycho-Game. Auf sowas kommen wirklich nur so Typen, die extrem viel rauchen oder irgendwas. Лучше бы ты рисовал донором. А теперь часть твоего цвета растаяла без пользы. Cool, oder? Rennen kann man nicht, oder? So, und das war's, glaube ich, schon mit unserem Bad. Jetzt komm zurück in meine Kammer. Ich habe dir noch mehr zu erzählen. Ja, und so lange Cuts dafür zu machen, bringt euch auch nicht, Spieleentwickler. Da oben steht der Zyklus und danach kann ich mir da wieder was Neues holen. Wird doch daneben angezeigt in Farbe. Ich habe dich noch nicht vor der größten Gefahr gewarnt. Zeit, echt? Kälte und Hunger sind nichts gegen sie. Hör zu, ich hoffe, dass die Wächter diesen Ort für immer verlassen haben. Aber wenn sie zurückkehren und dich finden, werden sie dich in die Albträume verbannen. Wenn sie verstehen, wer du wirklich bist, wird es keine Gnade geben. Sie sind brutal, aber blind. Wir können sie überlisten. Wenn du die Farben in meinen Kammern einsammelst, einen Garten anlegst und mich fütterst, dann werden sie entscheiden, dass du ein neuer Wächter bist, der mir zugedacht war. Oder nennen sie mich den Krankenpfleger, ich weiß ja nicht. Die Leere nehmen und dir etwas Farbe geben, damit du nicht hungers stirbst. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Lege einen Garten an. Dies wird deine wichtigste Lebensquelle. Fülle so viele Bäume wie möglich mit Farbe und fahre die Ernte ein. Dann ist mein Herz leichter. So, und dann verabschiede ich mich bei euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Die leere Glyphen. Glyphen, was haben wir denn? Hülle. Ein Herz gewährt dir das Wissen, Farbe zu... Hülle. Diese Glyphe lädt die Luft mit Farbe auf.
So, dann bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im nächsten Part nächste Woche irgendwann. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das dann aufnehme. Bis dann. Dann.